Das goldene Paar des Showbiz mit seiner Tochter auf der Bühne schlägt die Konkurrenz mit über 3 Millionen Zuschauern. Channel 5 mit 55 Steps in the Sun, die Show an zwei Abenden von Albano und Romina Power, präsentiert von seiner Tochter Christelle Carisi, die auf der Bühne stand und über seine Schwester Ilenia nachdenkt. Gewann den ersten Abend von gestern mit 3.368.000 Zuschauer und einen Anteil von 18,31%. Hören Sie Primetime TV. Rai 1 hat mit der Dokumentation Figli del Destino, die anlässlich des Gedächtnistages ausgestrahlt wurde, 2.969.000 Zuschauer und einen Anteil von 12,38% erzielt. Der dritte Schritt des Podiums für Rai 3, bei dem wer hat gesehen? Insgesamt 2.199.000 Zuschauer und 10,07% erreicht hat. Folgen Sie den anderen Programmen der Primetime gestern, über Italien 1 der Film Eine Spionage 2.078.000 Zuschauer, Anteil 8,88%, an Rai 2 La Porta Rossa 1.408.000 Zuschauer, Anteil 5,86%. Auf Rete Quattroraute CR für La Repubblica delle Donne 785.000 Zuschauer, Anteil 3,88%, auf La 7 Dies auf Sander 554.000 Zuschauer, Anteil 2,28%, auf TV 8 Dreckentrainer 472.000 Zuschauer, Anteil 1,9%. Auf Nove Clandestino, die albanische Mafia 451.000 Zuschauer, Anteil 1,8%. TV hören, Zugang zur Hauptsendezeit. Zum ersten Mal wird Rai 1 mit The Usual Ignoti, Il Ritorno dominiert, gesehen von 5.514.000 Zuschauern, was einem Anteil von 20,75% entspricht. Auf Kanal 5 hat Striscia la Notizia stattdessen 5.290.000 Zuschauer und einen Anteil von 19,87% erzielt. Auch am frühen Abend überzeugte Rai 1 mit LEA Editor das Publikum. Gefolgt von 5.299.000 Zuschauern von 25,15%, während Avanti Un Altro 2 auf Kanale 5 4.046.000 betrug Zuschauer und 19,51%. Hören Sie Fernsehen, den Tag. Insgesamt gewannen die Rai-Netzwerke am ersten Abend mit 9.582.000 Zuschauern und einem Anteil von 36,86% und den ganzen Tag mit 4.013.000 und 36,58%. Auf der anderen Seite sah der Mediaset-Kanal den zweiten Abend dank 4.680.000 Zuschauern und einem Anteil von 39,11%. TV hören, Informationen. Große Aufmerksamkeit für Informationen. Die Auflage von 20DG1 wurde von 5.639.000 Zuschauern mit einem Anteil von 23,5% gesehen. Die DG5D20 erzielten 4.679.000 Zuschauer, 19,26%. Die DG La7 erreichte 1.371.000,
5,66%. Bei der Ausgabe der 13 der TG2 wurden 2.270.000 Zuschauer, 15,1%, gesammelt. Die der 19 der TG3 wurde von 2.333.000 Zuschauern, 11,9%, ausgewählt. In der Auflage von 14 erreichte die TGR 2.801.000 Zuschauer, 17,3%.